Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, wir sind hier am 13. Tag des Herbstes und ich muss sagen, dass es eine gewisse Zeit lang, ja, her ist, dass ich Harvest Moon gespielt habe. Das dürfte bei mir jetzt schon wieder ungefähr, keine Ahnung, einen halben Monat her sein. Zwei Wochen, das ist eine ziemlich lange Zeit, wie ich finde, also. Bin mal gespannt, ob ich schnell wieder reinkomme. Ihr müsst es auch ein bisschen entschuldigen. Ich bin, ja, eigentlich extremst müde und eigentlich nur noch reifes Bett. Aber ich meine, Leute, es ist gerade mal 9 Uhr abends. Da will ich noch nicht ins Bett gehen, auch wenn ich halb tot bin. Deswegen nehme ich einfach noch ein bisschen Harvest Moon auf. Was sagst du dazu, Saphira? Komm, ich streichle dich einfach mal. Was sagst du dazu? Ja, du freust dich da natürlich. Nein, spazieren nicht, wenn es regnet. Du kriegst aber hier einen Fisch. Denn das magst du. So. Ja, wie ist es nichts passiert? Was ist los mit dir? Bist du kaputt in dein Birne oder was? Bist du komplett kaputt in dein Birne? Es ist so geil. Es ist so geil. Was sagst du dazu, Mizi? Warum zum Geier habe ich dich Luna genannt? Ich nenne dich eh die ganze Zeit Mizi. Keine Ahnung warum. Natürlich als Anlehnung an meine alte Katze. Ja, das ist mir schon klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich nenne sie die ganze Zeit Mizi. Ja, was haben wir denn hier? Hier, Tricklevel Maximum. Ich hab's ja schon, Meine Mutter wusste das übrigens auch nicht, dass es 4 Level gibt. Die hat auch gedacht, es gibt nur 3. Und dabei ist es eigentlich ziemlich leicht zu erreichen hier. Keine Ahnung. Und, vielleicht hat es auch einfach nur vergessen, wer weiß, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall aufgenommen, ihr das einfach mal in Facebook an die Pinnwand gepostet. Und sie hat sich gefreut, hey. So. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns auf unserer Farm wieder ein bisschen um. Regnen tut es ja, das bedeutet, ich muss nicht gießen. Eine Sequenz oder was? Tatsächlich. Was willst du denn schon wieder? Guten Morgen, Spike, wie geht es dir? Kannst du gut schlafen, trotz den ganzen Leichen, die wir vergraben haben, du weißt ja. Ich hab's dir beim ersten Part, im ersten Part schon erzählt, die ganzen Leichen, die wir hier vergraben haben. Wo dieser eine Russe Amok gelaufen ist, du erinnerst dich sicherlich. Ich habe mir nur gedacht, jetzt wo es so viel regnet, könnten vielleicht die ganzen Leichen ans Tageslicht kommen. Aber dem ist ja anscheinend nicht so. Naja, ich wollte mit dir noch über das Mondfest morgen reden. Du weißt schon, das Mondfest, wo die ganzen Leichen kommen. Ja, ich will natürlich alles hören. Es dreht sich darum, den Herbstmond zu betrachten und Knödel zu essen. Ich glaube, du musst definitiv keine mehr essen, Herminger. Wenn man dich so anschaut, dann weiß man, warum manche Kinder in Südafrika nichts zu essen haben. Die Aussicht vom Hügel bei der Farm ist herrlich. Du solltest mit Begleitung hingehen. Wie wär's mit mir? Du könntest natürlich auch mit John F. Kennedy gehen. Der müsste hier auch irgendwo vergraben sein. Ich meinte, das Mondfest ist auf dem Mondschauhügel bei den Flötenfeldern. Es fängt um 18 Uhr abends an. Amüsier dich gut. Oh, ich habe keine Post. Menno. Keine Post. Jetzt bin ich deprimiert. Ich hab keine Post. Das ist der Postbotensong. Ja. Gottes Willen, wie komme ich immer auf so eine Scheiße, Mann? Ja, der Postbotensong. Kauft ihn jetzt auf iTunes, genau, iTunes. Ja, ich bin nicht auf iTunes angemeldet, also darf ich das vergessen, wie das heißt und so. Genau, kauft es jetzt auf iTunes und auf Amazon. Den Postbotensong, genau.
So, ich würde mal schauen, wir schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen was finden, ein paar Kräuter. Und ich hoffe mal, dass meine geliebte Hexe mit mir auf den das Mondschaufest hier gehen will. Ich hoffe es mal. Ist das? Ne, ist ein Stein, okay. Es wäre schon irgendwie cool, wenn die mit mir da hingehen will, ganz ehrlich. Das würde mich freuen. So, dann kümmern wir uns doch jetzt mal um unsere Viecher. Und wenn ich mir das mal so anschaue vom Geld her, ich weiß noch nicht so ganz, was ich jetzt machen werde. Es gibt viele Möglichkeiten. Viele, viele Möglichkeiten, um das Geld beim Fenster rauszuschmeißen. Ich könnte auch einfach mal einen auf übelsten Prollrapper machen und mein ganzes Zeug einfach nur noch verbrennen. Mein ganzes Geld. Dann bin ich cool. Ja, Leute, man ist cool, wenn man sein Geld verbrennt. Ja. Nur deswegen habe ich so wenig Geld. Ja, weil ich so cool bin und mein ganzes Geld immer verbrenne. Ganz genau so ist es. Ich bin so arm. So, ich würde mal sagen, wir bürsten mal kurz noch Lisa. Und Memme will natürlich auch gebürstet werden. Ach, apropos. Da fällt mir was ein, Milky. Habe ich dich eigentlich gerade gemolken? Ich glaube nämlich nicht. So lasse sie sich melken. Famose Milch. Wunderbar. Einen wunderbaren, schönen guten Morgen, Muku. So. Du willst natürlich auch gemolken werden und ich möchte auch ein Schlückchen Milch trinken und zwar reine Buttermilch. Geiles Zeug. Oh Gott, ist das ein geiles Zeug. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja heute wieder einkaufen. War heute mal nach der Arbeit noch kurz beim Lidl. Bisschen was einkaufen mal wieder. Hier, für 60 Euro. Jetzt habe ich mal wieder für 2 Tage was zu essen. Und... Naja, ich würde eigentlich mal sagen, also ich war da, wie gesagt, heute einkaufen und die haben nur noch eine einzige Buttermilch gehabt. Also die haben nur noch die eine einzige Flasche Buttermilch gehabt. Ganz ehrlich, ich verklag die. Ich verklag die ganz eiskalt. Ist mir scheißegal, ey. Wenn ich einkaufen gehe, dann will ich Buttermilch haben. Ganz ehrlich, ey, ich verklag die. Eine einzige Flasche Buttermilch war nur noch da. Mann, ich verklag die. Ja, ich verklag euch. Habt schon richtig gehört. Weil ihr keine Buttermilch mehr hattet. Nur noch eine Flasche. Das ist mir zu wenig. Ach ja. Ja, mehr kann man nichts machen. Haben sie halt nur noch eine Flasche gehabt. Kann man nichts machen. Haben wir aber noch ein paar interessante Sachen gekauft. Ein paar leckere Sachen. Rindfleisch zum Beispiel. Schönes Rinderhack. Ach ja. Schön würzen. Schön Burger draus formen. Geile Scheiße. Oh, morgen gibt's Burger. Ja, ja. Morgen gibt's Burger. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Ich mag Burger. Ich habe aber heute keine Lust mehr gehabt, noch groß irgendwie zu kochen. Deswegen habe ich nur, ja, kurz eine Tiefkühlpizza gegessen. Nichts Großes. Muss auch mal wieder sein. Mal wieder die Tiefkühlpizza. Pizza Margherita. Eigentlich eine richtig geile Pizza. Ich mag Pizza Margherita eigentlich. Naja, die TK-Pizza, wo ich jetzt gegessen habe, die war jetzt nicht so der Mega-Burner, ganz ehrlich. Aber mei. Ich meine, beim Italiener schmeckt sie natürlich immer besser als TK. Das ist nur verständlich.
So. Ja, morgen gibt's schön Burger bei mir. Gott, ich freue mich schon drauf. Ach, das wird so toll. Ach, das wird so toll. Burger, Mann, ey, da geht was. Lecker, lecker, lecker. Naja. So, wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen um unsere Hühner. Ich merke schon, ich finde das jetzt gerade echt nicht ganz so toll. Ich habe gerade echt einen ziemlichen Frosch im Hals. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass das sich relativ bald widerlegen wird. Denn, naja, ich mag das ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Wenn ich einen Frosch im Hals habe, während ich aufnehme. Ist nicht so toll. Nee. Leute. Das ist nicht so toll. Ja, man muss auch dazu sagen, heute ist die Sonne mal wieder richtig schön rausgekommen. Och, das war so richtig toll. Man merkt, dass es ganz langsam, aber sicher Sommer wird. Es ist schön, wenn die Sonne rauskommt. Ich kann mittlerweile schon, was ich dazu sagen muss. Ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit. Also, egal wann, egal ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter, bla bla bla. Ich fahre jeden Tag in die Arbeit. Mit dem Fahrrad. Also ich bin auch schon im Winter gefahren, also meine Güte. Man muss ja Geld sparen, wo man nur Geld sparen kann. Und ich meine, ich wohne nicht weit weg von meiner Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad vielleicht 10 Minuten. Und dann bin ich da. Also, da wäre es dumm, wenn ich mit dem Auto fahren würde. Und ja, ich bin auch, heute war es so warm, dass ich, also besser gesagt, die ganzen letzten Tage eigentlich ist es schon so warm, dass ich ohne Jacke in die Arbeit fahren kann. Mit dem Fahrrad. In der Früh war es vielleicht noch ein bisschen frisch, ja. Aber als ich dann heimgefahren bin um 5 Uhr. Alter Verwalter, ey. Ich hab gemeint, ich verrecke. So warm. Richtig schön, das sage ich. Das ist richtig schön. Das ist schön, wenn es so warm ist. Das freut mich immer. Vor allem, wenn dann überall Sonne ist. Sonne ist was Schönes. Ich mag Sonne. Hallo Batman. Wieso zum Geier habe ich dich Batman genannt? Das passt überhaupt nicht zu einer Seidenraupe. Aber sei es drum, du heißt ab jetzt Batman. So. Dann will noch Chicken gefüttert werden. Ich habe keine Ahnung, ob das Futter, das ich habe, ob das jetzt überhaupt reicht. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was genommen. Und das wird hinten vorne natürlich nicht reichen, das ist mir schon klar. Aber es hat immerhin schon mal gereicht, um die Viecher an sich zu füttern. Immerhin etwas. So. Okay, da ist jetzt nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel da reinpasst. Ich nehme jetzt einfach wieder Auge mal Pi mit. Dann nehmen wir einfach mal 7 Stück, keine Ahnung. 3, 4, 5, 6, 7, okay. Das wird schon reichen. Wahrscheinlich nicht. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Ich denke mal, eher 10 Stück oder so hätten gereicht. Vor allem jetzt, wo ich das eine dumme Huhn da aus, das ich nochmal gefüttert habe. So, meine Güte. 3 Stück brauche ich noch, okay. Wunderbar. So. Wunderbar. So, am letzten Tag hat mir ja meine geliebte Hexe gesagt, dass sie mich mag. Ist aber so toll. Ja, meine Hexe hat zu mir gesagt, dass sie mich mag. Ich finde das toll, ja. Ich freue mich. Ich habe dann ganz, ganz stolz, also ich war da ganz stolz drauf und habe dann sofort ganz, ganz stolz meine Mama angerufen.
Ohne Scheiß. Und hab ganz, ganz stolz dann meine Mama angerufen. Ab und zu rufe ich sie halt auch einfach so mal an. Einfach nur, um mal wieder mit meiner Mama zu reden. Warum auch nicht? Ich meine, ich wohne 200 Kilometer von der entfernt. Und meine Mama ist meine Mama. Es ist halt meine Mama. Leute, Mama und so. Und ab und zu will ich halt dann mal ein bisschen mit ihr reden. Und ja, dann habe ich sie halt natürlich gleich angerufen. Und ihr gesagt, Mama, ich muss dir was Tolles sagen. Und meine Mama weiß ja, dass ich Videos aufnehme, dass ich Let's Player bin. Weiß meine Mama. Musste ich ja damals sagen, wo ich noch bei ihr gewohnt habe, habe ich ihr das gesagt. Und damit sie halt nicht irgendwie ins Zimmer platzt, während ich irgendwie am Aufnehmen bin oder so. Und ja, dann habe ich ihr halt gesagt, ja, Mami, ich muss dir was über Harvest Moon sagen, da ist sowas Tolles passiert. Und ihre erste Frage gleich, und, hast du geheiratet? Und ich so, nein, noch nicht. Und sie so, ach so, noch nicht. Ah, weiß ich schon Bescheid. Und ja, es ist halt ja. Und so, wisst ihr Bescheid. Ich habe es natürlich auch gleich weiter erzählt. Also ich habe es nicht nur meiner Mama erzählt. Ich habe es am selben Tag noch Marlene erzählt. Ich habe Marlene gleich geschrieben. Marlene, ich muss dir was erzählen. Und von ihr kam, glaube ich, auch gleich zurück. Hast du geheiratet? Und ja, sie wollte auch gleich wissen, in welchem Part das war. Ja, ja. Aber nein, noch habe ich nicht geheiratet, aber es dauert nicht mehr lang. So, was geht ab, Digga? Ich möchte dir was schenken, aber ich habe nichts, was ich dir schenken könnte. Doch, eine Rose. Wo es mir gerade einfällt. Wo ist meine Wii-Fernbedienung, meine zweite? Ah. Da liegt sie ja. Denn das habe ich nicht vergessen. Es dauert nicht mehr lange. Dann habe ich es geschafft und habe 10 Wünsche. Ich glaube, mittlerweile müsste ich ja 9 Wünsche haben. 1. Ba-ba-ba-bam, 2. 3, 4, 5. 4, 5. Von ihr habe ich es ja schon. 6. 6 gesagt. 7, 8. 8 habe ich erst. 1. Ich dachte, ich habe schon. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von Selina weiß ich den Wunsch ja noch. Stimmt, 9. Stimmt, von Selina weiß ich ihn ja noch. So, ist mir schon klar, dass du das magst, Bo. So, magst du es auch, wenn man so ein bisschen mit dir rumspielt? Ja, du sagst mir auch nicht deinen Wunsch. Hm. Wollt ihr mir nicht endlich den 10. Wunsch verraten? Meine Güte, es ist nur noch ein einziger verdammter Wunsch. Mann, ein einziger, Leute. Los, 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 da muss was gehen. Leute, Leute, Leute. Ein Wunsch kommt schon. Da muss doch was gehen. So, dann mal wieder hier rein. Zu unserem geliebten Rupert. So. Hallöchen. Und dann wollen wir noch ein bisschen hier. Das gefällt dir, gell?
Ja, das gefällt dir wieder. Komm. Auch er will mir seinen Wunsch noch nicht verraten. Naja, vielleicht ja am nächsten Tag. Wer weiß.